Mal sehen, ob ihr wisst, was das bedeutet. I pray. I bedeutet ich und pray bedeutet beten. Ich bete. Wir werden gemeinsam das erste von allen Gebeten sprechen, das am allereinfachsten zu lernen ist. Und zwar im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das ist ein sehr einfaches Gebet, das wir beten, während wir das Kreuzzeichen machen. Von oben nach unten, vom Kopf bis zur Brust und von rechts nach links, von Schulter zu Schulter. Es ist ein sehr schöner Gedanke, dass, wenn wir mit Gott sprechen, wir gleichzeitig mit drei verschiedenen Personen sprechen, die ganz eins sind durch die Liebe. Wie viele seid ihr in eurer Familie? Vielleicht 4, 5 oder 8? Auch wenn ihr sehr viele seid, wenn ihr euch ganz lieb habt, dann seid ihr nicht mehr 10, 12 oder 25, sondern ein Herz und eine Seele. So ist das auch mit Gott. Einmal fragte ich ein Kind beim Erstkommunionunterricht, wie viele seid ihr in der Familie? Er sagte, 32. Was? Ich sagte aber, ohne die Cousins und Cousinen zu zählen. Er sagte, ich habe 28 Fische. Da gab es also die 28 Fische plus seine Eltern und seine Geschwister und sie alle waren ein Team. Genauso ist es mit den Fans eines Fußballclubs. Das sind vielleicht 10.000 Leute, aber sie bilden aus Liebe alle ein Team. So ist das auch mit Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Sie lieben einander so sehr, dass sie durch die Liebe eine Einheit bilden. Die Liebe ist wie ein Aufzug. Sie ist der Aufzug der Seele. Wenn wir viel lieben und andere Menschen uns lieben, was passiert dann? Wir steigen auf, wir schweben. Ja, wir fliegen. Wenn wir dagegen die anderen nicht lieben oder uns nicht geliebt wissen, dann fährt der Aufzug nach unten. Wir gehen unter. Das habt ihr sicher auch schon erlebt. Okay. Jetzt stellt euch vor, dieser Tennisball ist Gott Vater. Er ist nicht beleidigt deswegen. Er mag es, wenn wir spielen. Der zweite Ball ist Gott Sohn. Die sehen ganz gleich aus, nicht wahr? Der dritte Ball ist Gott Heiliger Geist. Drei verschiedene Personen, die durch die Liebe vereint und erhoben werden, so sehr vereint und erhoben, dass es schwierig ist, sie voneinander zu unterscheiden. Wenn wir beten, das heißt mit Gott sprechen, sprechen wir mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Ups, Entschuldigung, jetzt habe ich den Heiligen Geist fallen lassen. Wenn wir sie in uns hineinlassen und mitmachen bei ihrem Spiel, wenn wir zulassen, dass sie auch uns erheben, dann werden auch wir vereinter und erhobener sein und unser ganzes Leben verändert sich. Die Hausaufgaben für heute sind: Sucht euch drei Tennisbälle. Es können auch drei Kartoffeln sein. Aber bitte macht es nicht mit Eiern, sonst bekomme ich Ärger mit euren Eltern und ihr auch. Ihr sucht euch also drei Bälle oder Kartoffeln und bekreuzigt euch zuerst. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann werft ihr einen Ball in die Höhe. Und dann zwei. Und dann drei. Gutes Gelingen. Bis morgen.